Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, Weemana, und wir spielen Blaywitch weiter, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, sollte so unbedingt sehen, weil sonst, erkläre ich sie jetzt auch nochmal. War halt, dass wir jetzt ein paar Hinweise gefunden haben mit unseren Hundi und, jetzt sind wir hier. In dem gruseligen Wald wieder. Und weiß actually auch echt nicht gerade, wo ich langlaufe, genau. Um es ehrlich zu sagen, Leute. Wo ist Bullet? Da. Der Süße. Unseren Süßen, den wir uns selbst gemacht haben. Also selbst gedingselt haben. Da. Selbst mit Farbe und so. Stimmt, die hatten wir beim letzten Mal irgendwelche gruseligen Geräusche gehört. Deswegen Bullet auch, glaube ich, Angst hatte. Ja, da stimmt das nicht. Bitte kaputt machen. Dankeschön. Arthur. Das kommt mir nicht so ganz geheuer mit dem Fluss hier vor. Oder mit dem See, kleinen Teich. Ja. Und wenn wir unseren Hundi ja verlieren, dann werden wir ja verrückt langsam. Oh Gott. Sorry, der Lag. Bullet, what's wrong? Wo ist mein Hund hin? Bullet? Bullet. Los, Bullet. Ja. Work, damn it. What the fuck, was ist das, Leute? Das sieht ja aber auch nicht mehr nach normalem Boden. Das bewegt sich. Leute, irgendwie. Das Blut. Wir haben was gefunden, was wir, glaube ich, nicht finden sollten. Jetzt berühren wir es. Oder wollten wir es berühren? Damit wir nicht verrückt werden. Und jetzt sollten wir auf Kanal 2. Alistair Base. Alistair Base, do you copy? We must be out of range. Was siehst denn du, Bullet? Ah, hier. Braver Junge. Thomas. Sind das vielleicht vermisste Opfer, die wir hier gerade finden? Also die Fotos? Das könnte ja durchaus sein, ein bisschen. Ist da. Hier standen mal früher im Anschein Häuser. Jetzt aber alles einfach nur eine Ruine noch ist. Ich glaube, wir haben die Schlucht gefunden, die wir erwähnt haben. Gibt es Neuigkeiten bei Ihnen? Wissen Sie zufällig jetzt von draußen irgendjemanden im Bereich? Welcher Art? Fundament? Oder Gräber? Bürgerkrieg, keine militärischen Aktivitäten mehr, ehrlich sind. Sind Sie sicher? Also, ja, bin ich mir.
Nee, ich glaube auch nicht, dass wir das herausfinden werden. Also jetzt noch nicht gerade. Wo ist Bullet hin? Mir hat irgendjemand ins Ohr geflüstert gerade. Hat sich da gerade was bewegt? Oder werde ich jetzt einfach nur verrückt? Wo ist Bullet hin? Bin ich blind? Ja, bin ich. Ah, hier. Man kann mir doch nicht sagen, da hat sich doch gerade was für... Ey, Leute, das hier ist doch irgendwas. Oder täusche ich mich jetzt? Bullet? Oh, Cutie. Du wirst nochmal gestreichelt. Yeah, good dog. Jo, das gefällt dir, Bullet, ne? Du Süßer. Hier ist ein Truck mitten im Nirgendwo. Ja, Bullet, dahin wollte ich doch auch gerade. Du kleiner Racker. Bullet, du hast wieder was gefunden. Ein Schokoriegel. Hey, vielleicht ist da ja noch ein Stück für dich drin. Ja, ich glaube, ich hätte das auch nicht erwartet. Das ist der Gruselbaum. Hier hat mich doch schon wieder irgendwas angeflüstert. Ohne Kassette. Wait, is that? It's Peter. Stimmt. Aber die sind da lang gekommen. Ich habe eine Videokassette gefunden, sie zeigt den Mann, der ihn entführt hat. War das ein Video mitten im Wald? Alice, meinen Sie das ernst? Ja, ich meine es ernst. Ja, diese Videokassette, sie lassen Dinge erscheinen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lanning, wir müssen den Jungen finden. Er ist in großer Gefahr. Kann ich nicht irgendwie springen? Ich weiß aber jetzt, um es ehrlich zu sagen, nicht genau, was wir hier finden sollen drinnen. Das ist wieder vorne ein Mann gewesen. Ups. Wir werden noch safe, auch von diesem Mann jetzt gejagt, glaube ich. Also es wird schon Sinn ergeben, aber ist er vielleicht auch zum Beispiel der Junge hinter den Dings, hinter diesem Versperrten, wo wir nicht lang konnten? Die sind aber auf jeden Fall hier lang gekommen.
kommen. Vielleicht hier entlang? Ja, hier ist ein Weg weiter. Na komm, Bullet. Auch wenn es echt fucking gruselig hier in dem Wald ist. Ich kann mir vorstellen, dass Bullet auch keinen Bock auf den Mist hier hat. Eine komplette eine komplett freie Fläche. Aber das heißt, dass wir hier eben schon waren. Ja, wir waren hier ja schon. Okay, das ergibt irgendwie mal keinen Sinn. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Finde ich. Oh mein Gott. Nee. Aber finde ich vielleicht hier irgendeinen Hinweis drauf? Ja, wurde's ja auch, Bruder. Sache ist, ich frage mich trotzdem jetzt irgendwie. Wie wir da weiter entlang kommen. Also. Es muss ja irgendein Dingscode geben hierfür. Aber wir hatten auch nichts gesehen, was uns irgendwie einen Hinweis darauf geben können, glaube ich. Ich werde darauf auch ewig erstmal kurz zugehen. So. Hier können wir. Nee, das war aber ein anderer Hinweis. Hier, der sagt was. Klasse, ich hätte das nicht gesehen, Peter. Mutiger Versuch, Kleiner. Ja, aber das ist doch ein Hinweis, oder täusche ich mich da jetzt, Leute? Das ergibt für mich gerade keinen so ganz genauen Sinn. Die sind hier aber auf jeden Fall lang gekommen. Aber das muss ja jetzt. Wir müssen irgendwas finden, glaube ich.
Was hiermit? Muss ja irgendwas auf dem Boden oder sowas sein. Könnte man hier drinnen Hinweise finden, frage ich mich gerade. Also wir können auf jeden Fall auf unseren Rucksack zugreifen. Haben wir die Hundeleckerlis, Brotkrümelspur, Untersuchung, Geschichtsfigur Nummer 2. Für was haben wir einen Pappbecher? Ach, so eine Plastikflasche. Du hast damit aber auch eine Spur gelegt. Vielleicht haben die Bäder was zusammenzuhängen. Also, weil wir hatten ja mehrere Bäder davon. Thomas. Komm, Arthur. Dann Olga wahrscheinlich. Und jetzt Peter. Versteh's nicht so ganz, Leute. Okay, ich weiß momentan nicht, was hier los ist ständig, aber meine Aufnahme mobbt mich momentan ein bisschen, also mein Aufnahmeprogramm, es tut mir leid, Leute. Ja. Ich bin kurz hier hingelaufen wieder. Also erst nach da unten, aber, ne? Ich verstehe halt echt nicht, was ich machen muss. Irgendwie alles keinen Sinn. Oh Gott, habe ich gerade erschrocken. Stay here, boy. Dann versuchen wir es trotzdem weiter mal hier. Jetzt sind wir hier drin, aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, was wir machen müssen. Dann gehen wir hier ran. Was ist hier? Können wir mit interagieren?
So, hier liegt was. Sie verweilen schon so lange an diesem Ort, dass sie sich nicht einmal mehr daran erinnern können, was sie einst waren. Kaum noch bei Bewusstsein, kaum noch am Leben. Man könnte einfach an ihnen vorbeilaufen, ohne dass sie es wirklich bemerken. Sie sind nahezu blind, bewegen, können ihre Aufmerksamkeit wecken, wenn man ihnen zu nahe kommt. Aber nur Licht kann sie provozieren. Licht verletzt sie, lass sie in Ruhe und sie werden dich ignorieren. Solltest du ihnen jedoch Leid zufügen, werden sie nicht ruhen, bis sie dich zur Strecke gebracht haben. Für mich spielt es keine Rolle. Ich teile mein Leid mit ihnen. Ich bin kein Experte, aber ist das dann nicht so gut, dass wir hier drin sind? Also, maybe. Ich meine ja nur. Haben wir irgendwas vielleicht im Rucksack, was uns helfen könnte hier? Ich denke, jetzt geschnitzte Figuren bringen uns hier nicht viel. Was brauchen wir denn hier für einen Key? Ich kann nichts machen hier. Oh Gott. Aber es ergibt irgendwie auch immer noch keinen Sinn für mich. Versucht Dings. Ich denke die ganze Zeit, dass hier uns irgendwas verfolgt, was es bestimmt auch tut. Ich übersehe doch schon wieder irgendeinen Mist. Ich kann ja halt auch echt nicht mit drauf interagieren. Das ist halt das Ding. Ich kann euch echt nicht sagen, was ich machen muss jetzt. Es ist einfach blöd gerade. Aua. Und da bin ich an meiner Tastatur hängen geblieben. Achso, by the way, sorry Leute, falls ich ein bisschen verpeilt bin oder mich verspreche oft. Ich, ja, war arbeiten und anstrengend. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Hallo? Gott, zum Glück. Mit dem Telefon? Nee. Range. Ich jetzt? Oder sind wir auf dem falschen Kanal vielleicht? Ja. Tja.
copy. We must be out of range. Wir sind bestimmt nicht außer Reichweite. Das muss doch irgendwie damit zusammenhängen. Alice to base. Alice to base. Do you copy? We must be out of range. Komische Sache, dann laufen wir hier nochmal rum. Aber es macht halt auch... Macht halt auch keinen Sinn. Dass wir hier was übersehen haben. Jetzt sind wir doch auch genau dort wieder, wo wir vorhin waren. Ich finde es auch sehr schön, dass wir einfach hier durch die Bäume latschen können. Ist da hinten irgendwas? Oder ist das unser Zeitlager von vorhin? Oder laufen wir gerade wirklich im Kreis die ganze Zeit? Doch bestimmt dort hinten jetzt unser Zeltlager wieder. Nee, wir laufen hier im Kreis wirklich, tatsächlich. Okay, strange, Leute. Sehr, sehr strange. Ja, aber uns hört ja niemand, also... Aber was müssen wir hier bitte machen? Ich check's irgendwie nicht so ganz. Nee. Alice to base. Alice to base, do you copy? We must be out of range. Boah, wie oft ich mir das jetzt ganz schon anhören musste, Alter. Tie switch. Der Schmerz. Ja, aber das haben wir ja schon vorhin gelesen, deswegen weiß ich nicht. Oh Gott, das ist kurzer Voice Crack, sorry Leute. Deswegen verstehe ich jetzt echt nicht, was wir machen müssen. Sonst gucke ich einfach beim nächsten Mal. Also dann google ich halt einfach mal. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Irgendwie check ich es nämlich nicht. Du kannst es auch einmal versuchen, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Na, bringt nichts. Naja. Auch in Ordnung. Dann gucke ich da mal nach jetzt die Tage, also so irgendwann. Und ja. Ich weiß, dass es Cheaten ist, Leute, nimmt es mir nicht übel, aber ich komme gerade echt nicht weiter. Bullet. Ja, der kriegt es mal leckerlich. Der hat es verdient. Wie sich freut, ist das sweet. So, und dann zum Abschluss streichen wir Bullet nochmal. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir unbedingt ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, zum Beispiel auch, wie ich da weiterkomme. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao von mir und Bullet. Also ciao, eure Viemana.